Den schmeißen wir mal hier runter, den Rest räumen wir dann gleich auf. Ach nee, Moment, Tote werden gar nicht auf der Karte angezeigt. Ich dachte doch, mir wäre so, dass man Tote auf der Karte sieht. Na gut, macht nichts, wir gehen hier mal weiter. Ich will eigentlich gar nicht hingucken, aber ich musste trotzdem nochmal schauen. Und weil Mung in der Ansicht war, muss man jetzt ja leider schon sagen, dass das irgendwie das Ganze wieder ins rechte Licht rückt. Ja. Es hätte wahrscheinlich mehr, also so, gut, man war natürlich, oder man ist natürlich jetzt nicht da zur damaligen Zeit dabei gewesen, aber wenn man selber quasi noch aussagt, was man mit eigenen Augen gesehen hat, gut, dann ist das mit dieser Ära wahrscheinlich komplett kaputt gewesen. Aber man hätte zumindest als Zeuge vortreten können und das Ganze dann erklären können. So müssen wir das irgendwie erklären, falls es überhaupt noch irgendjemand zuhören möchte. Wahlweise, falls wir jetzt überhaupt irgendwie weitermachen können. Denn ohne Anführer geht das Ganze wahrscheinlich erstmal ziemlich schwierig. Punkt 1 und Punkt 2. Ja, der Nachfolger des Shoguns ist tot. Wie sollen wir denn da bitte weitermachen, frage ich mich. Please, I beg you. Was denn, wo denn? Ach, da unten. Nee, weiß ich auch keine Ahnung wo. Wir müssen aber hier doch irgendwas machen können. Die unterhalten sich hier auch an dieser Stelle. Okay, das wird jetzt nochmal interessanter, weil hier sind wieder sehr viele Leute. Und wir können bloß eine Truppe ablenken. Wie weit? Aber hier steht noch einer, ne? Der kann ziemlich weit schauen. Der da läuft seine Runden. Okay. Der läuft seine Runden. Die sind irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, was die da tun. Die stehen da rum, aber das heißt doch, ich kann theoretisch ihn einfach verschwinden lassen. Wenn die jetzt hier zurückgehen, ich weiß nicht, wie weit der gucken kann. Wenn der bis hier hinter gucken kann, haben wir ein Problem. Warte, warte, warte. Ah, der steht natürlich genau da. Aber ich muss warten, bis der da mit ihm spricht, weil dann kann ich mir den nämlich einfach schnappen und verschwinden lassen. Nervös jetzt wohl mit ihm sprechen, bevor die wieder kommen? Nein, das heißt, wir müssen noch ein zweites Mal warten. Und dann schaut der nämlich in eine andere Richtung, hoffe ich. Oder lässt zumindest seinen Sichtkegel gleich, genau. Na, mit dem Sichtkegel. Ah, nee, Moment, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil der läuft ja hier auch gleich nach hinten. Das heißt, wenn die sich umdrehen, werden wir den gleich los. Das ist schon mal Schritt 1. Dann können wir die hier ablenken. Und uns hier näher ranwagen. Das müsste doch eigentlich schon reichen, oder? It is done. Kann ich den da bitte mit reinschmeißen durch die Tür oder geht sie da dann bloß durch? Nein, wir können ihn auch durch die Tür schmeißen, das ist gut. Das heißt, hier gehen wir gleich hinterher, schnappen ihn da und gleich Beweise verschwinden lassen. Hier hoch. Na, wo ist es denn? Da ist es doch. Runter damit und ihr zwei, eins und zwei laufen da erstmal hin. Wir müssen... Oh, stopp, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Wir müssen jetzt nämlich mit euch beiden da erstmal durchkommen. Mugen. Damn. Control your temper, Hayato-san. Focus. Ja, wenn du mir sagst, wie das funktioniert, weil die Idee hier einfach mal schnell weiter den Berserker rauszulassen, finde ich eigentlich auch ganz gut. Erstmal hier oben den Wurfstern sammeln. Alive again. Good. Swordwork. Und jetzt haben wir wieder unsere Klinge. Jetzt können wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. Das machen wir mit ihm. Sie kann sich erstmal wieder anziehen, weil sie brauche ich auf jeden Fall mit Verkleidung oder in Verkleidung. Wunderschön. I won't. Silence. Kneel beside the others. Ich weiß nicht, wer sich da unterhält. Wir werden das aber alles noch rausfinden. Hier kann ich auch niemanden fallen lassen. Hier ist bloß ein Wachhaus. Ja, da müssen wir die doch hier oben entsorgen. Oder wie? Oder wir gehen einfach mal darüber. Lassen den hier mal runterfallen. Der ist ja auch schon weg. Habe ich ansonsten alle erwischt. Wir schauen mal mit der Taste H war das. Ne, einer liegt noch hier. Der Rest ist verschwunden. Alles klar, dann machen wir hier damit direkt weiter. Alright. Und los, den Kerl aufsammeln. Musst du unbedingt die Waffe jetzt tragen, frage ich mich, aber das ist okay. Die kann man ja auf Verdacht jemanden gerne mal ins Gesicht rammen, da bin ich ja voll und ganz bei dir. Das müsste so funktionieren. Wir speichern und jetzt erstmal hier die komischen Markierungen wieder wegmachen. Nein, ich wollte zu... Nein, auch falsch, zu ihr wollte ich. Ja, ja, wir müssen uns bewegen, natürlich. Was anderes bleibt uns ja in dieser Situation auch nicht übrig. What
Okay, er hat es nicht ganz verstanden. Einmal bitte nach hier unten, genau. Ganz weit nach unten. Er fällt so weit, dass man es nicht mal aufschlagen hört. Wunderschön. Das gefällt mir natürlich sehr. Ah, jetzt weiß ich, wie ich das mit euch mache. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Genau. Oh ja, unterhaltet euch da. Der sieht das nicht, der sieht das nicht. Ich muss nur schauen, dass der da quasi dann nicht gerade rumläuft. Come on. Another question. Why? They'll pay Kenjutsu. I'll get him for this. Oh ja. Oh ja, sie werden dafür auf jeden Fall bezahlen. I did not know that. Jetzt schauen wir mal, wie weit der da gucken kann, weil um den geht es nämlich, ich glaube, der kam doch hier rum, oder? Ach nee, der geht bloß bis hier hin. Okay, der da sieht nichts, der ist da hinten in seinen Sachen versteckt, hinter seinem Karton versteckt. Ich auch. Und los. Und weg damit. Na, ich möchte die bitte hier runterschmeißen, danke. Tja, wo wird er sein? Wo wird er sein? Mädel, ich wünschte, ich müsste dir diese Frage nicht beantworten, aber ich befürchte fast, der kommt nicht wieder. So, das ist der. Ich dachte schon, wer läuft denn hier auf einmal großflächig rum? Gut, das haben wir erledigt. Aber auch nur, weil es jetzt so halbwegs stilvoll aussieht, möchte ich das mal probieren. Weil hier dürfte uns ja eigentlich niemand sehen, außer dem da. Aber mal abwarten, hier hoch. Ah ne, halt, stopp, nicht hier hoch, sondern wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier herein, bitte. Genau, und dann tauchen wir nämlich gleich hinter dem auf und sagen, Überraschung. Ach, das können wir direkt machen, pass auf. Swordwork. Aufsetzen, reinschmeißen, verschwinden lassen, selbst wieder verschwinden. Gut, haben wir das auch gemacht. Together. Work in harmony. We must take a life. We must take a life. Und gleich den nächsten hinterher. I know how na, Mädel, 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 nett. Take a life. Silence. It is done. Trust your ach, dieses Mal sind hier keine Wachen drin, das ist gut. Müssen wir das Ganze noch irgendwie wegräumen hier. Und das halbwegs schnell. Lauf, lauf, lauf. Vor allem, es ist aber auch keine Musik und nichts da. Es ist einfach nur Stille. Und ich muss ehrlich sagen, das ist das, was das Ganze nochmal um Welten erdrückender macht. Natürlich irgendwo gewollt vom Spielentwickler. Und das stelle ich hier einfach mal dreist. In Anführungszeichen dreist natürlich, aber nee, dass du einfach nichts hörst. Ach, der da unten schreit, deswegen. Ja, du hast gesehen, wo die Spuren kommen, ne? Aber war dir egal. Sehe ich ähnlich. Macht einen Abflug. Und jetzt brauche ich ihn. Hier ist nur noch einer, der uns verraten könnte. Das ist er, der verschwindet. Du holst dir die Munition. Du räumst den hier herein. Und den Mädels müssen wir ganz schnell... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Abwarten, 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 was da wieder auf uns zukommt. Die sind alle verschwunden. Wir gehen mal hierher. Da kommt er angehumpelt. Wir schnappen uns hier mal die Kugeln. Vom wieder schon wieder zwei Erschossene liegen. Das ist... Ah. So, der humpelt hier rüber. Holt sich das da? Nee, Munition und keine... Kenjutsu. Ach, wie heißt es denn? Munition und keine Bomben. Jetzt hat es funktioniert. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Warte. Swordwork. Ja, gut, ne? Kein Problem. Aber das würde euch jetzt nicht viel helfen. Ich würde sagen, ihr müsstet dann eigentlich auch so schnell es geht irgendwie verschwinden. Ach, na, super. Das sieht wieder jeder alles. Wir klettern hier mal wieder hoch. Dann können wir hier zum Glück wieder zurück. Und dann muss ich erstmal wahrscheinlich auf der anderen Seite den Flügel irgendwie leer räumen. Hier mal reinspringen, bitte. Gut, wir sind wieder hier. Jetzt hier mal gucken. Da stehen welche. Der läuft doch hier die ganze Zeit nach oben und nach unten. Hier der Samurai. Kann soweit nicht sehen, wenn wir da rausgehen. Das heißt, du kommst mal her. Wie weit kann der Stroh gucken? Der sieht das wahrscheinlich, ne? Na super.
Wie machen wir das denn mit den dreien? Die müssen auf jeden Fall irgendwie weg. Wir haben natürlich noch Kugeln, die wir auch gerne einsetzen könnten, aber theoretisch momentan. Der läuft gar nicht so weit hoch, ne? Aber der würde das sehen, wenn der da oben stehen bleibt. Moment. Ah, ich weiß, was ich tue. Dazu brauche ich... Aha. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie das ging. Nein, oder? Doch, nein, warte. Komm mal hierher. Kann sie denn, das möchte ich kurz austesten, sich umziehen und dann da reingehen oder geht dann die Verkleidung sofort wieder weg? Nein, sie kann damit reingehen, weil dann gehen wir nämlich hier hin, gehen hier raus. Stopp, lass das hier mal sein, danke. Jetzt muss ich warten, bis sich sein Sichtbalken wieder beruhigt und dann müssen wir direkt hier rüber rennen, damit wir dann den Strohhut ablenken können und dann ist der andere Kerl schon mal weg vom Fenster. Glaube ich. Los. Wir wollen erstmal mit ihm sprechen und, ihn nicht direkt abstechen. Bitte sag, dass der außerhalb der... Der bleibt natürlich so stehen, dass der Samurai das alles sehen kann. Ah, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt haben wir den schon abgelenkt. Gut, ich meine, ich kann jetzt den Kerl natürlich verschwinden lassen, aber das wird nicht viel bringen, warte. Please tell me more. Ich kriege ja ihn nicht, weil die da immer wieder im Sichtkegel hin und her laufen. Warte mal, wie machen sie das am schlausten? Schade, ich dachte, das würde so funktionieren, aber wir überlegen uns mal noch, wie wir das machen. Wie machen wir das am schlausten? Wir haben hier noch die Möglichkeit, irgendwie durchzukommen, aber theoretisch... Nee, ich möchte sie erstmal wieder frei verfügbar haben, das heißt... Das heißt hier, tack, weg ist er und wegräumen, ganz schnell wegräumen. Oh, wir hinterlassen aber da eigentlich auch massive Spuren, ne, merke ich gerade. Ah, sie lässt ihn natürlich nicht los, sie hat erst die Leertaste drücken müssen. Wir probieren das Ganze nochmal, weil dann kriege ich ihn nämlich damit bestimmt auch. Ah, jetzt muss ich nochmal warten, oder was? Ah, nee, warte. Wir probieren das Ganze trotzdem nochmal, jetzt wo er schon da steht. Und los. Natürlich, das sieht er mich auch wieder sofort. Ich möchte das Ganze mal hier in dieser Situation probieren nochmal. Tack, nehmen und verschwinden lassen. Wir legen ihn einfach bloß da hinten hin. Da hat er mich ja nicht gesehen, theoretisch. Nein, hier schleicht niemand rum. Jetzt haben wir das schon mal versteckt. Kann ich die... Noch besser, kann ich da runterschmeißen. Das dürfte niemand sehen. Damit sind wir schon mal alle zwei losgeworden. Also der Schnee, der uns verrät, lockt auch die Gegner teilweise dämlich, wie sie sind. Direkt in ihr Verderben. Also nicht dämlich im Sinne von dämlich programmiert, sondern dämlich im Sinne von, wie kann man denn so doof sein, da alleine nachzulaufen? Aber das, kann man der KI, glaube ich, in dem Sinne nicht ankreiden. Und falls man das doch kann, ist mir das egal. Wir haben das jetzt hier mal so gemacht und dann schauen wir mal weiter. Komme ich hier irgendwie durch? Der da muss eh weg. Hier sind noch welche. Ich möchte mal was testen, weil ich habe da was dunkel in Erinnerung. Moment. Das war wahrscheinlich wieder ein Samurai. Er sagt, aber er schießt nicht. Was? Achso. Work in harmony. Natürlich. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, an der falschen Stelle gespeichert. Work in harmony. Egal, was du tust, bleib da stehen. Wir haben hier zwei Samurai. Der da würde mich sehen. Wir müssen mit dem da oben quatschen. Und den erstmal verschwinden lassen. Und danach gehen wir auf den da, im Idealfall. Aber auch wenn ich noch nicht weiß, wie wir das tun könnten. Obwohl, doch, hier. Du kannst wieder zurück. Das passt. Wir haben nämlich den erwischt. Hier herum, am besten hier nach oben, dann schauen wir mal, wie wir dort weiterverfahren wollen. Jetzt haben wir das alles soweit und jetzt hier rum mit dir und jetzt hier rum mit dir. Hier rum, das dürfte niemand sehen, das heißt, Überraschung. Wer hat das gesehen? Ach, der, ja genau, na ist egal. Niemand hat das gesehen, wir ziehen uns sofort wieder an, ganz fix.
Dann gehen wir hier herum. Ich muss ja irgendwie schauen, dass ich die Leute da irgendwie abfange, bevor die... Ach, noch besser, warte mal. Da muss ich ihn trotzdem wieder zurückschicken. Moment, erstmal mit ihr. Lauft hier mal vorbei, lauft hier mal vorbei. Genau, noch ein Stück. Noch ein Stück. Entschuldigung, junge Dame, ich hätte da eine Frage. Jetzt brauche ich ihn. Ihn stellen wir hier hin und jetzt gehen wir hier mit ihm wieder runter. Warte mal, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen leider mal das Herangehen ein bisschen abändern. Und zwar gehen wir hier rein. Ja genau, wir rennen am schlauesten noch hin. Das sind mir so gute Vorschläge. Nein, war natürlich, muss ich hier so ehrlich sein, mein Fehler, einfach loszusprinten. Wenn es sich tröstet, ich fühle mich auch gerade müde bei dieser Mission her. Und er weiß, wie es endet. Das ist richtig. Hier, der da, irgendeiner läuft doch hier auch hin und her. Wir schauen mal, dass der uns jetzt nach Möglichkeit nicht sieht. Kenjutsu. Oh, ist das so? Alright. Und weg damit. Da kann seine Klinge noch kugeln soll schon kullern, wie er will. Oder wie sie will, das ist mir egal. Ja, der soll da beten oder was auch immer, das ist mir egal. Weg damit. Die sind versteckt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die zwei oder die drei da loswerden. Wie weit kann der Samurai da sehen? Der würde nichts sehen, wenn wir hier diesen Typen da aufhalten, bevor er die Leute da erschießt. Aber theoretisch, warte mal, wo ist unser Mädel? Ach, sie kommen von da hinten her. Okay, pass auf. Pass auf, wir machen das so. Du wirst ihn erstechen. Not now, Yuki-chan. There is no time for grief. Go, yes. Please, continue. Right. Ja, Yuki, das tut mir sehr leid. Kann ich bloß schwer schnaufen und nichts weiter dazu sagen. Tatsächlich. Don't like this. We shouldn't wait. Please tell me. Nein, genau deswegen wollte ich das eigentlich nicht so machen. Ah, haha. Der fängt nämlich an, die Leute zu schießen, wenn wir zu nah mit den unverkleideten Leuten rangehen. Ich habe es gerade genau gesehen. Okay, wir müssen das Ganze nochmal abändern. Wir gehen hier mal hoch. Wir gehen hier mal hoch. Bis hier an diese Stelle. Sagen bei allen, das mal hier bitte wieder löschen. Speichern hier mal und sagen Stopp. Ach nee, erstmal hier laufen. Stimmt, da kann ich die da hinten aufhalten. Nee, das ist schon besser. Da kann ich die da hinten aufhalten, weil jetzt sieht mich ja hier keiner mehr. Das heißt, wir können uns hier frei bewegen. Nein, nicht so. So machen wir das, weil dann kannst du nämlich ihn erwischen. Und ihn dann so erwischen. Noch ein Stück näher ran, noch ein Stück näher ran. Und los. Wolltest du gerade irgendwas sagen? Mir war doch so, als wollte er sich gerade bei irgendwas beschweren. Wie gut, dass mir das komplett egal ist. Und jetzt müssen wir ihn hier schnell ausschalten, bevor er die Leute umbringt. Oh ja, das müssen wir. Und das nicht nur einmal. Und schon stehen sie einfach wieder da. Ich glaube, das war nicht berücksichtigt, dass man die auch retten kann. Aber wir haben es getan. Jetzt muss das hier nur noch irgendwie weggeräumt werden. Wir haben... Ah, na klar. Unser Samurai ist weg, der gegnerische Samurai einfach über den Jordan schicken kann. Unser Samurai ist weg, der Leute mit der Sageflasche ablenkt, der sehr viel im Nahkampf aushält, der mit seiner riesigen Sonnenbüchse auch einen Samurai töten kann sofort. Unser bester Mann quasi hat uns verlassen. Nicht freiwillig natürlich, aber er hat uns verlassen. Dann gehen wir mal hier rum, oder? Das müsste gehen, oder? Nein. Geht doch nicht. War wieder mal zu übereifrig. Wir räumen den mal hier wieder weg. Du hast nichts gesehen, wirst du wohl. Aha. Schmeißen wir den mal da hinten runter. Dieser Samurai ist im Weg. Und die... Ach, das sind noch zwei Stück, drei Stück. Moment, wo ist der? Ah. Our lives are ours alone. Life. What? Why? Wenn es sich schon den Gegnern anschließt, kriegt er auch seine Strafe dafür. Das haben wir und jetzt weg damit. Ebenfalls hinfort über die Klippe mit dir. Noch ein Stück näher ran. Wo war das? Hier ging es doch gerade irgendwo. Ich habe es doch genau gesehen. Einmal runterschmeißen, bitte. Zack. Und ich sag auf Wiedersehen. Gut, das haben wir. Weiter geht's. Alright. Weiter geht's und weiter geht's. Nur noch zwei Stück.
Weißt du was, für den letzten? Für den letzten spendiere ich mir jetzt einfach mal selber noch eine Patrone. Also für den letzten und für den vorletzten. Er muss mal hier rum. Eigentlich im Idealfall nicht so laut, aber... Kann ich von hier oben treffen? Mal schauen. Ich möchte, dass er quasi auf den Samurai schießt. Also er könnte treffen, könnte sie auch treffen. Ja, momentan nicht. Warte mal, warte mal, warte mal.